Dann wäre das auch geklärt. Danke. Jetzt muss ich warten. Danke. Nein. Cool. Die Karte endlich. Erst im Insgesamten. Ziemlich kleine Räume. Es öffnet neu die Tür bestimmt, ja. Jetzt bin ich hier. Und hier ist der Dungeon. Der Dungeon-Schlüssel? Ja, keine Ahnung. Oh shit! Kommt noch mal mein genialer Trick zum Einsatz. Bitte sprengen, bitte sprengen. Danke. Ah, jetzt muss ich jetzt wieder diesen. Hä? Nein. Double Kill. Als ob direkt 8 Bomben. Oh nein. Oh nein. Ach Mann, es war so knapp. Top, 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 top. Ist wieder the world hardest game. Ach, man kann dran vorbeilaufen, sehe ich gerade. Ganz außen so, an der Seite. Das habe ich von gar nicht gesehen. Oder? I don't know. Hm. Oh nice, direkt one-hit. So was ist natürlich auch gut zu wissen. So, wo muss ich jetzt hin? Lass mich nachdenken. Hatte ich das Dungeon-Item schon geholt? Nee, nee, hatte ich noch nicht. Zack. Das Dungeon-Item ist hier drüben irgendwo. Wenn ich mich recht entsinne. Aber es ist echt ein guter Trick mit diesem. Mit diesem Pegasus-Schuhen. Die blaue Rüstung, damit machen die. Nice. Das ist doch super.
fast schon zu super. Nee, nicht zu super, es ist perfekt. Ach, da geht's jetzt nach oben und das war's. Gut, nice. Ich habe irgendwie zwei Schlüssel über. Was sein? Oder muss ich die noch einsetzen? Na, ja, das kann sein. Oh, Herz. Ich hasse dich. Muss ich hier runterspringen? Oder ist es nur ein alternativer Weg? I don't know. Hier gibt's einen Trick. Oder einen Witz oder sowas. Zwar kein lustiger Witz, aber... Bam, 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 bam. Das war ein Fehler, das war so ein harter Fehler. Wo war denn der Schalter? Egal. Was mit Wayne? Ich gehe jetzt erstmal runter. Zu schnell durchgerannt. Au. Zack. Au, Junge, was? Ach, da muss was draufstehen. Ich geh erstmal hier rüber. Oh, hier ist das. Gut. Not so fast. Hä, warum? Ich hab das nicht berührt, das hat sich in meine Richtung bewegt. Unfair. Ja. Ja, hier muss ich noch irgendwas von oben holen, wahrscheinlich. Ja, ach, Junge. Gib dir doch Mühe, gib dir doch einfach Mühe. Ja. Hier war auch noch was. Was ist denn damit? Ah! Natürlich. Aber ich kann es nur eins verschieben. Ich frage mich aber, was es bringt, wenn ich da runterspringe. Okay. Ah, hier ist Spot. Klar. Nehme ich alle mit. Warte, wo bin ich jetzt? Was ist auf der anderen Seite los? Hoffentlich auch so was Cooles.
Bam. Au. Und nochmal. Achso, das ist wahrscheinlich schon die andere Seite. Ja, klingt logisch. Da heile ich mich doch direkt mal voll. So, jetzt muss ich aufpassen. Zack, 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 zack. Miau. Was? Ist das euer Ernst? Gut, machen wir das Ganze nochmal. Nein, 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 nein. Warum mache ich das? Danke fürs Sterben. Nein, Mann. Ich hab gehofft, ich schaff's. Ich glaube, das ist der längste Dungeon bis jetzt, kann das sein? Gut, ich stelle mich teilweise doof an, aber... Aber genau. Einfach nur aber. Ja, nicht. Ha, das Ding ist mir gerade gefolgt, ich hab's gesehen. Komm, na komm. Na komm. Fehler. Tschüss. Ah, dafür ist die Tür gedacht. Ja. Zack. Zack. Und jetzt. Zack. Und jetzt kann ich hier das reinkicken und... Das nicht. Nee, jetzt in die falsche Richtung schieben. LOL. Ich gehe trotzdem nochmal heilen. Ins Poke Center. Ach komm, ist mir scheißegal. Zack. So, jetzt muss ich mir Mühe geben. Ach, jetzt springt er doch runter. Die Bombe hole ich mir zurück. Tada. Oh Mann. Das öffnet die Tür und das öffnet gar nichts.
Holy shit. Ist das legal? Dürfen die das? Top, top. Die kann ich rausziehen, um vorbeizulaufen. Das ist wahrscheinlich der Eingang zum Boss. Habe ich alle Räume besichtigt? Yep, habe ich. So, der Boss. Der Boss, der Boss, der Boss. Genau, der Boss. Da das ein Eis-Dungeon ist, würde ich mal sagen. Au. Macht dem das Schaden? Ich will Energie sparen, komm schon. Okay, nein. Ich will doch keine Energie sparen, weil es nämlich nichts bringt. Nix. Es bringt auch nichts. Als ob. Bringt der Feuerstab noch was? Yep. Meine magischen Kräfte reichen nicht aus. Schade. Ich will diesen scheiß Boss mal First Try schaffen. Komm her. Ah, leckt es irgendwie? Ne, ich hab stetige 50 FPS. Es kommt mir wirklich so vor, als wäre es irgendwie langsamer. Und jetzt. Bam! Der nächste Ethereum Token. Und ja, ich spreche Ethereum Deutsch aus. Link, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das Volk der Hylia verfügt über magische Kräfte, ebenso wie die sieben Weisen. Nur ging das Wissen um diese Kräfte im Laufe der Zeit immer mehr verloren. Selbst wir, die direkt von den Weißen abstammen, verfügen nur noch über geringe Kräfte. Doch wenn sich der Mut der Ritter mit der Weisheit der Weisen verbindet, sind diese Weisheiten so wie Weiß. Uns bleibt nur noch ganz wenig Zeit, bevor sich das Tor zwischen den Welten vollständig öffnet. Du musst Galon bezwingen, damit... Dann wird die Schattenwelt wieder zum goldenen Land und das Triforce stellt seine Kraft in den Dienst eines neuen Meisters. Wir vertrauen auf dich. Link. Hast du das alles verstanden? Wenn ich mich recht entsinne, hast du nicht mal was Sinnvolles gesagt. Von daher, ja. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Ha. Ja, that's it. Bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda: A Link to the Past.